Wenn du an der HHU immatrikuliert bist, bekommst du nach einiger Zeit einen Brief oder eine Mail. Beide mit einem Aktivierungscode, mit dem du deine Unikennung freischalten musst. Dafür folgst du dem Link in der Mail oder dem Brief. Gib deine Matrikelnummer und dein Geburtsdatum ein, sowie den Aktivierungscode. Deine Unikennung ist jetzt aktiviert. Als nächstes legst du das dazugehörige Passwort an. Unikennung und Passwort wirst du dein ganzes Studium über brauchen, also merk dir beides sehr gut. Damit kannst du zum Beispiel schon jetzt nach der Aktivierung deine Studienbescheinigung runterladen. Wie das funktioniert, erklären wir dir im Video Studienbescheinigung downloaden. Nach einigen Wochen erhältst du einen weiteren Brief, diesmal mit deiner HHU-Card. Diese musst du über den Link im Brief mit deiner Unikennung und dem von dir gewählten Passwort aktivieren. Das machst du über den Menüpunkt Meine HHU-Card. Mit deiner Unikennung und der HHU-Card kannst du schon mal die wichtigsten Systeme, Services und Angebote der HHU nutzen. Welche das sind und wofür genau du sie in deinem Studium brauchen wirst, erklären wir dir im Video Checkliste für den Studienstart.